Ja, ich glaube, wir haben die pauschaldotierte Unterstützungskasse in ihren betriebswirtschaftlichen Funktionalitäten, im betriebswirtschaftlichen Zusammenhang ausführlich besprochen. Wir kennen zwischenzeitlich alle und wissen auch, wie wir es darstellen, die Vorteile, die auch für jeden Unternehmer leicht verständlich sind und wirklich auf der Hand liegen, die Vorteile der Innenfinanzierung, der Mitarbeiterbindung, der Flexibilität, der Sachanlage und die ganzen Dinge. Die Frage wird sich immer gestellt, wo ist der Haken, was ist der Nachteil? Und es gibt natürlich einen, ich will es nicht Nachteil nennen, ich will es einfach nur sagen, ein Punkt, der beachtet werden muss. Wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter für 100 Euro Entgeltumwandlung, die ja dann auch wirklich da sind, eine Verzinsung von 2 oder 2,5, vielleicht sogar 3% zusagt, dann ist das Einzige, was er beachten muss, die 2 oder 2,5%, die müssen zum Schluss auch wirklich da sein, die müssen verdient werden. Und das ist das Thema, was jeder Unternehmer natürlich fragt, ja, wie soll ich 2, 2,5% verdienen? Ich meine, die eine Frage ist natürlich, wenn ein Unternehmer die Frage stellt, wirklich ernsthaft stellt, ist er der Richtige oder ist er überhaupt Unternehmer? Ist er der Richtige für das Modell der pauschaldotierten Unterstützungskasse? Aber die Antwort im Prinzip, wenn man Unternehmer diskutiert, ist eigentlich ganz einfach. Ich würde schlichtweg sagen, lieber Unternehmer, du hast doch auch schon mal Kontokorrentdarlehen aufgenommen mit 10, 9, 10,5% Zins. Du hättest das nicht gemacht, wenn du das mit dem Geld nicht verdienen könntest. Du hast auch mal Bankdarlehen aufgenommen für 4, 5 oder 6% Zins. Du hättest das niemals gemacht, wenn du nicht sicher wärst, das auch verdienen zu können. Und wie du die 2, 2,5% verdienen kannst, kann ich dir so nicht sagen. Ich bin selbst kein Anlageberater. Ich kann nur eins sagen. Tilg damit, mit der Liquidität, dein Kontokorrent. Dann hast du eine ersparte Verzinsung von 9 oder 10%. Tilg dein Bankdarlehen. Dann hast du eine ersparte Verzinsung von 6 oder 6,5 oder 5 oder 4%. Zugesagt hast du deinem Mitarbeiter nur 2 oder 2,5. Du hast immer eine riesen Differenz. Außerdem hast du noch Sozialversicherungsvorteile. 20% Sozialversicherungsvorteil bei 2,5% Verzinsung. Das sind schon mal die Zinsen für die ersten 8 Jahre. Das Ganze ist ja so einfach zu verdienen und brauchst im Prinzip deutlich weniger als ein Zusagezins, um das Ganze auszufinanzieren. Also die eine Möglichkeit, es ist ein Unternehmen, das hat Fremdkapital, dann gibt es nichts anderes, als das Fremdkapital zu tilgen und bankunabhängig zu werden. Für mich gibt es kein strategisches Ziel oder kein strategisch wichtigeres Ziel, als wirklich bankunabhängig zu werden. Weg von Erpressungsmöglichkeiten, weg von Druckmöglichkeiten, weg von Abhängigkeiten von Banken, in die Unabhängigkeit. Im Ergebnis den Gläubiger austauschen. Der Gläubiger ist meine eigene Unterstützungskasse, das bin im Ergebnis ich selbst. Ich werde bankenunabhängig. Das ist das Wichtigste. Und wenn es ein Unternehmer endlich bankenunabhängig ist und er mit dem Geld noch nicht mehr weiß, was er anfangen muss, dann muss er es einfach einem Vermögensverwalter geben. Aber dann zu dem Zeitpunkt reichen oft dann schon, ja, 1,5 oder vielleicht 1,75 oder noch weniger Prozent, um das Ganze letztendlich auszufinanzieren. Und das kann man ja in so einem Mustergutachten relativ einfach berechnen. Ist es ein Unternehmer, der keine Bankverbindlichkeiten hat? Ja, okay, dann ist es auch ein Unternehmer, der gut verdient. Dann hat er Geld im Privatbereich. Und im Privatbereich kann er sich auch einen Verzins von 2,5, 3, 4%, 4,5% langfristig breit gestreut vorstellen, mit seinem Vermögensverwalter, mit seinen Anlagemöglichkeiten, mit seinem Gespür und seinen Möglichkeiten, die er hat. Also eigentlich darf das Thema, was wirklich das einzige Thema ist, das er beachten muss, eigentlich darf das für den Unternehmer kein Thema sein.